In dieser Woche hat CMC schon den nächsten Produktstart verkündet und zwar können nun auch Knockouts bei CMC gehandelt werden. Die kann man sich individuell zusammenstellen, ganz wie man es haben möchte. Wir haben das natürlich sofort auf Praxistauglichkeit hin untersucht und sind angenehm überrascht, um ehrlich zu sein. Das könnte den Markt in Deutschland ganz schön aufwirbeln und Mitglieder vom Pokerdeal sind natürlich wieder von Anfang an mit Vorteilen dabei. Viel Spaß! Knockouts zum selber basteln, ohne Ordergebühren und der Kurs entspricht immer exakt dem inneren Wert des Basiswertes. Damit kann man Stopps und Kursziele einfach 1:1 aus dem Chart des Basiswerts übernehmen, ohne den beherkömmlichen Hebelzertifikaten üblichen Risikoaufschlag raten zu müssen, wo der Schein dann bei Kurs XY, wo ich den Stopp gerne hätte, ungefähr notieren müsste. Das klingt auf den ersten Blick erst einmal richtig vielversprechend, aber wenn sich etwas zu gut anhört, dann ist meistens auch ein Haken dran. Muss nicht sein, aber Sie sehen schon, wir gehen immer mit einer gesunden Portion Skepsis an die Dinge ran und sehr praxisorientiert. Wie sich dann gezeigt hat durch diesen Test, ist dieses Produkt aber tatsächlich ein potenzieller Game Changer. Ich möchte jetzt gleich mal mit den ganz konkreten Handel mit diesen neuen CMC-Produkten einsteigen. Alles Theoretische und mehr zu den Funktionen der Plattform finden Sie umfangreich beschrieben auf der Webseite von CMC. Wer jetzt gleich dorthin surfen möchte, den möchte ich nahelegen, den Link von Brokerdeal in der Beschreibung unten zu verwenden. Entschließt ihr euch nämlich dann zu einer Kontoöffnung, dann können Mitglieder von Brokerdeal noch günstiger handeln, indem ihr Gutschriften von uns erhaltet für jeden Trade. Mehr dazu in Kürze oder dann eben nachträglich in der Beschreibung eingefügt. Also das ganze Theoretische finden Sie auf der Webseite von CMC schon beschrieben, auch mit konkreten Beispielen. Ich möchte nur kurz die Key Facts zusammenfassen. Also keine Ordergebühren, an Kosten fallen das Brett an. Im DAX wäre das ein Punkt. Das entspricht dem üblichen 1-Cent-Spread bei herkömmlichen Hebelzertifikaten. Die haben ja ein Bezugsverhältnis von 1 zu 100, das heißt man muss 100 Knockouts kaufen, damit ein DAX-Punkt 1 Euro bewegt. Bei den Knockouts von CMC ist ein Knockout gleichbedeutend mit 1 Euro pro DAX-Punkt, ist auch die kleinste Stückzahl, die gehandelt werden kann. Zum Spread kommt eine Risikoprämie, die beträgt beim DAX-Knockout von CMC gerade einmal einen Punkt. Kommt es zum Knockout, ist es eine Punkt oder eben 1 Euro bei einem Stück verloren. Verkauft man die Position vorher, erhält man 50% dieser Prämie wieder retour. Wie hoch der Risikoaufschlag bei herkömmlichen Knockouts hingegen ist, sehen wir uns gleich an. Wer die Position über 23 Uhr hinaus halten möchte, der muss Haltekosten bezahlen. Das wird auch sehr schön transparent gezeigt. Zeige ich gleich in der Plattform. Wir sehen hier in den Details zu jedem Instrument die Haltekosten. Das sind beim DAX aktuell 0,6 Punkte für einen Long pro Nacht und 0,8 Punkte für einen Short. Die Finanzierungskosten bei den herkömmlichen Knockouts lassen sich ja nicht so leicht rausfinden, da diese mit dem Risikoaufschlag in einen Topf geworfen werden. So, jetzt wollen wir gleich mal praktisch loslegen, um zu sehen, taugt das was. Der DAX hat heute zur Eröffnung massiv verloren, notiert aktuell um 10.375 Punkte herum. Ich möchte auf eine kurze Gegenreaktion spekulieren. Dazu bastle ich mir einen Knockout bei CMC mit dem Strike-Kurs, mit der Knockout-Schwelle bei 10.300 Punkten. Ich kaufe ein Stück. Ich sehe hier schon, der K.O.-Kurs beträgt hier 80. Das sind jetzt die 80 Punkte Abstand zum K.O. Und das ist exakt der innere Wert. Knockout-Kosten werden auch transparent angezeigt mit einem Euro. Könnt ihr sofort Stop-Loss und Take-Profit hinzufügen. Das lasse ich erstmal noch. Der Mindestabstand für einen neuen K.O. bei CMC beträgt übrigens 50 Punkte.
untertags. Jetzt suche ich mir einen Schein, einen herkömmlichen Schein mit der gleichen Knockout-Schwelle und wurde fündig bei BNP Paribas. Der Schein hat die Wikain PB9F80 und notiert aktuell um einen Euro herum. Habe mir hier die Order Maske bei Flatex in diesem Fall schon zurechtgelegt. Muss hier 100 Stück kaufen, um einem Knockout bei der CMC zu entsprechen. Holen wir jetzt eine Preisanfrage für aus. Mach sofort den, gleich darauf den Kaufauftrag bei CMC. So. Jetzt sehen wir uns diese beiden Longs genauer an. Also der BNP Paribas Schein wurde ausgeführt zu 1,07 €. Das macht zum aktuellen Kurs von 10.380 27 Cent auf Geld aus. Der innere Wert wären 80 Cent, es gibt 27 Cent auf Geld. Ja, ist ein schönes Aufgeld von 33%. Diese 27 Cent bestehen aus dem Risikoaufschlag, mit dem sich der Emittent gegen ein drohendes Gap über die K.O.-Schwelle hinaus schützt, und den Finanzierungskosten. Der K.O. bei CMC hingegen hat exakt den inneren Wert. Das ist schon mal sehr, sehr angenehm, weil sehr transparent. Die Prämie von 1 Euro wird vom Konto abgebucht erstmal und fließt nicht intransparent in das Aufgeld ein. Geht der Schein nicht K.O., erhält man die Hälfte davon wieder retour. Und eventuelle Haltekosten, wenn man Scheine über 23 Uhr hinaus im Depot halten möchte, werden auch vom Cash-Konto abgezogen, wenn gewünscht. Oder man kann wählen, dass diese in den Strike-Kurs mit einfließen sollen. So, was macht der DAX? Unsere kurze Gegenreaktion hat noch nicht eingesetzt. Ich würde jetzt in der Praxis noch natürlich einige Zeit abwarten. Ach, das machen wir einfach direkt. Und ich komme dann, setze es die Aufzeichnung fort, wenn ich bereit für den Verkauf bin. So, ein paar Minuten später, der DAX hat ein paar Pünktchen in meine beabsichtigte Richtung gemacht. Ich stelle zuerst den Schein bei Flatex glatt. So, habe jetzt ein bisschen suchen müssen. Habe jetzt den Schein auch bei CMC geschlossen. War mein erster Trade in dieser neuen Plattform, die sehr gut funktioniert aktuell. Basiert auf HTML5. Jetzt habe ich mal zwei Trades abgeschlossen. Einmal mit herkömmlichen Knockout Call, einmal mit einem CMC Knockout und werte das kurz aus für Sie. Hier eine kurze Zusammenfassung des Szenarios und möglicher Szenarien. Es war ein kurzer Zock, kurzer Long Zock mit 3 Punkten Kursgewinn. Bringt uns mit dem CMC Knockout 2,50 € Gewinn, weil wir 50 Cent der Prämie haben wir wieder zurückgehalten. Der Knockout wurde ja nicht erreicht. Beim herkömmlichen Hebelzertifikat sind es 3 Cent oder 100 Stück.
werden auch 3 € Kursgewinn, sind aber 12,80 Euro Ordergebühr fällig geworden, ergibt einen Verlust von 9,80 €. Das ist natürlich ein Trade mit wenigen Punkten gewesen, was aber auch immer beliebter wird und was ja auch eine Option sein muss, dass man kleine Gewinne mitnimmt und kleinere Verluste realisiert, ohne hier, dass einen hier die Ordergebühren gleich den Abgrund reißen. Jetzt habe ich natürlich noch ein zweites Szenario dazu gemacht und sagen, okay, der Trade wäre 30 Punkte im Gewinn gewesen, dann wären es beim CMC Knockout 29,50 € Gewinn, beim herkömmlichen Hebelzertifikat 17,20 €, wieder weil hier die Ordergebühr sehr viel wegfrisst. Jetzt gibt es natürlich relativ regelmäßig Free-Trade-Aktionen der Broker, beziehungsweise oft mit bestimmten Emittenten. Das heißt, ich müsste mir hier schon die Scheinauswahl schon, wird schon mal begrenzt dadurch, aber sagen wir mal, wir haben eine Free-Trade-Aktion, keine Ordergebühr, dann habe ich hier 30 € Gewinn gegenüber 29,50 € bei CMC. Das ist dann praktisch Pari. Das gleiche hätte ich auch bei einem 3 Punkten Kursgewinn, wo man hier halt aufpassen muss, nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Free-Trade-Aktionen werden intraday-aktive Trader natürlich suchen, weil die Ordergebühr sonst ein zu großes Loch in die Tasche reißt. Aber definitiv angenehm ist es, von vornherein keine Ordergebühr zu haben und sich die Scheine so machen zu können, wie man es haben möchte. So viel zu möglichen Szenarien dieses Trades. Wir wollen auch den Worst Case betrachten, der Knockout. Das wäre dann jetzt bei CMC, habe ich den Schein gekauft zu 82,98. Da wäre der gesamte Wert dann verfallen, wenn er ausgenockt worden wäre. Dazu der 1 € Prämie, gibt einen Verlust von 83,98 €. Beim herkömmlichen Knockout habe ich 1,07 € bezahlt beim Einkauf mal 100 Stück, ergeben einen Kursverlust von 107 €. Dazu die Ordergebühr und einen Cent Restwert, den man zurückbekommt, gibt einen Verlust von 118,8 €. Oder wenn man den Free Trade Aktion wieder berücksichtigt, wären es dann nur 106 €. Sind aber auch, ist aber auch deutlich mehr als die 84 € Verlust bei CMC Knockout. Das kommt ganz einfach von den ca. 30% Aufgeld, den dieser Schein hat im Vergleich zum CMC Knockout ohne Aufgeld. Dieses Aufgeld wird umso größer, je näher ein Schein dem K.O. Natürlich kann ich jetzt hergehen und sagen, okay, ich nehme einen Schein, der 300 Punkte Platz hat bis zum Knockout. Ist natürlich legitim, dann wird das Aufgeld nur noch ein paar Prozent betragen, aber es beträgt trotzdem noch ein paar Prozent und ich muss dann natürlich mehr Kapital in die Hand nehmen. Dann kostet der Schein nicht mehr 1 €, sondern kostet dann 3 €, 3,50 €. Möchte man Aktien-Knockouts handeln, bietet hier CMC ebenfalls eine große Vielfalt an, alles ohne Kursabogebühren oder wieder Ordergebühren fehlen auch. Es werden allerdings höhere Risikoprämien fällig als bei liquiden Märkten wie dem DAX oder dem Euro-US-Dollar. Schauen wir kurz mal hier in die Beschreibung zum Beispiel von Daimler rein. Dann sehe ich hier eine Gap-Risikoprämie von 15,8 Punkten. Ist logisch, dass der Aufschlag bei Aktien größer ist, wegen dem Gap-Risiko zwischen 17:30 Uhr und 9 Uhr am nächsten Tag. Da ist auch der Aufschlag bei herkömmlichen Zertifikaten am größten. Wenn ich jetzt Daimler ordern möchte, dann kann ich hier, wie auch im DAX übrigens, 0,1 Stück loslegen. Das heißt, ein Long mit 0,1 Stück. Würde bei einem Strike-Kurs von 60 aktuell
30,8 € kosten, weil Daimler bei 63,08 steht. Der innere Wert sind 3,08 € und genau diesen inneren Wert beträgt dieser Knockout bei CMC. Würde der ausgenockt, würde mich das also 30,5 € kosten. Dazu die Knockout-Kosten von 1,6 €. Macht knapp 32 €. Ein identischer Schein mit Knockout bei 60 wäre zum Beispiel hier von der City zu haben, aktuell um 33 Cent. Das heißt, das würde mich hier beim Knockout 33 € kosten, plus Ordergebühren von zum Beispiel 12,8 €. Außer ich suche mir eine Free Trade Aktion, auch dann ist der Verlust hier etwas größer, weil das Aufgeld hier bei den Zertifikaten nochmal größer ist als die Risikoprämie bei CMC in diesem Fall. Aber hier ein Nachteil gegenüber dem herkömmlichen Zertifikat ist aktuell der Mindestabstand bei Daimler. Der beträgt hier nämlich gerade 9,5 €. Betrug vor wenigen Minuten noch 4 €. Das scheint sich wohl noch einpendeln zu müssen bei CMC. Dauert wahrscheinlich ein paar Tage, bis das Verhalten der Kunden und damit auch die Risiken für das Trading Desk abzuschätzen sind. Was ich dann auch gleich feststellen wollte für dieses Video ist, wie der Handel über Nacht funktioniert und tatsächlich können Indizes und Devisen über Nacht gehandelt werden. So, sehen Sie wieder hier in der Beschreibung. Bei den Handelszeiten sehen, es gibt nur eine kurze Pause zwischen 22:15 und 22:30 im DAX und zwischen 22:30 und 23 und zwischen 23 Uhr und 0 Uhr. Das heißt, da eine Stunde 15 Minuten wird pausiert. Davon abgesehen läuft der DAX durch. Das ist natürlich auch wieder ein riesiger Unterschied zu herkömmlichen Hebelzertifikaten, die zwischen 22 Uhr und 8 Uhr nicht gehandelt werden können. Das Spread beträgt nachts im DAX 5 statt einem Punkt und der Mindestabstand für neue Knockout-Schwellen beträgt 350 statt 50 Punkten. Das heißt, das wird da ein bisschen versucht, engere Zocks einzuschränken. Aber die Möglichkeit des nächtlichen Tradings ist jedenfalls vorhanden. Damit kann man etwa die Asia-Session frühmorgens zu nutzen versuchen. Demgegenüber steht dann natürlich wiederum die Gefahr eines nächtlichen Knockouts. Das gilt es abzuwägen. Und gerade bei diesem nächtlichen Knockout kann dann natürlich wieder die Diskussion entstehen, wie erfolgt denn die Kursstellung von CMC nachts. Da scheint sich CMC an X-DAX zu orientieren, habe ich mir heute Nacht angesehen und das scheint ziemlich eins zu eins übernommen zu werden. Also, da werden keine halben Sachen gemacht. Knockout-Handel rund um die Uhr sehen wir auch klar eher als Vorteil, denn als Nachteil. Die Plattform, die Sie hier sehen, basiert auf HTML5, was in nächster Zeit wohl auch für die CFD-FX-Plattform Next Generation in Angriff genommen wird. Kinderkrankheiten sind dabei in den ersten Tagen noch nicht auszuschließen. So etwa wollte die Plattform heute Morgen in Chrome nicht sofort laden, während es mit anderen Browsern funktionierte. Aber auch im Firefox musste ich schon vorhin mal einen Restart machen, weil alles eingefroren ist. Ja, wie gesagt, sind die ersten Tage. Ich hoffe da auf rasche Besserung. Abgesehen davon haben die Plattform und natürlich auch die App nicht zu vergessen bereits sehr gut funktioniert. Und man hat sich wieder sehr viele Gedanken bezüglich Userfreundlichkeit gemacht. Am Ende kurz zusammengefasst, die Stärken und Schwächen der neuen CMC-Knockouts versus herkömmlicher Knockouts. Großer Vorteil natürlich keine Ordergebühren, damit auch kleinste Bewegungen handelbar, mit kleiner Stückzahl und wenigen Punkten Gewinn oder Verlust.
wunderbare Transparenz, kein Aufgeld im Preisschein inbegriffen. Das heißt, ich sehe immer den inneren Wert des Scheins. Die Strike-Schwellen sind individuell gestaltbar. Ich kann liquide, also Indizes und Devisen über Nacht handeln und kann charttechnische Exits verwenden. Was meine ich damit? Das zeige ich kurz vor. Ich habe hier noch einen kleinen Long am DAX laufen. Den Trade kann ich jetzt einfach ändern, indem ich den mit Stop-Loss oder Take-Profit ergänze. Und zwar basierend tatsächlich auf dem DAX-Kurs, den CMC hier stellt. Gebe einfach mal 10.500 Punkte ein, Kursziel und Stop-Loss bei 10.200, Take-Profit bei 10.600, wo man sich halt im Chart die Marken sucht. Und natürlich muss man natürlich einen Stop-Kurs größer als 10.350 suchen, weil er hier schon die Strike-Schwelle liegt, kann auch natürlich auch vorher aussteigen, habe dann auch meine 10 Punkte Restgewinn, ändere den Trade jetzt und muss mir hier dann nicht überlegen, wenn ich bei 10.600 im DAX einen herkömmlichen K.O. verkaufen möchte, wo würde dieser Schein dann stehen, weil das Aufgeld sich dann natürlich im Laufe der 1, 2, 3 nächsten Tage bei den Emittenten ändern kann, während hier bei CMC der Schein immer dem inneren Wert entspricht und damit kann ich das 1 zu 1 matchen. Nachteile, hoher Mindestabstand der K.O.-Schwelle, speziell bei Aktien. Sein News Trading schließt sich damit praktisch aus, was ja auch einige gern machen, vor Quartalszahlen sich zu positionieren. Das geht besser mit herkömmlichen Zertifikaten, die dann aber natürlich riesiges Aufgeld haben, riesige Risikoaufschläge, aber das werden die halt schon einkalkulieren. Natürlich sind das keine börsengehandelten Produkte, keine börsengehandelten Knockouts bei CMC. Das heißt, die Referenzpreise sind hausgemacht. Das ist ein CMC-DAX, das ist ein CMC-Daimler-Kurs. Da wird natürlich versucht, das möglichst 1 zu 1 am Originalwert sich zu orientieren. Aber ich kann mir da schon vorstellen, wenn jetzt nachts speziell um 2 Uhr morgens ein Schein um ein, zwei Punkte K.O. geht, dass hier dann natürlich das Gezählte wieder losgeht. Ja, das war euer Kurs, der X-DAX hatte diese ein, zwei Punkte nicht, etc. pp. Und die Finanzierungskosten werden bei längerer Haltedauer bei CMC wohl mehr zu Buche schlagen als die Finanzierungskosten bei den herkömmlichen Knockouts. Das konnte ich jetzt noch nicht in Zahlen gießen bei den herkömmlichen Knockouts, aber diese CMC-Knockouts scheinen sich besonders gut für ihr kurzfristige Engagements zu eignen, speziell auch wegen der fehlenden Ordergebühr. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kurzen Überblick geben über dieses neue Produkt Knockouts bei CMC Markets. Ich muss gestehen, mein Fazit ist, ich bin angenehm überrascht. Liquide Produkte sind damit sehr, sehr effizient handelbar. Vorausgesetzt, die Kursstellung ist immer fair. Ich muss keine Free Trade Aktionen mehr suchen. Ich habe keine komplexe Scheinsuche mehr und ich kann die Ausstiege anhand von Chartmarken managen. Das könnte dem einen oder anderen Online-Broker in Deutschland richtig wehtun. Welche Vorteile Mitglieder von Brokerdeal zusätzlich noch erhalten bei Kontoöffnung über uns, können wir in Kürze beschreiben und reiche ich dann in der Videobeschreibung unten nach. Mir bleibt noch zu sagen, viel Spaß beim Trading und teilt bitte gerne eure Erfahrungen mit CMC und den neuen Knockouts mit uns. Seht ihr in der Kommentarfunktion unten oder direkt auf unserer Website beim CMC Steckbrief, wo auch andere Trader das sicher sehr, sehr interessant finden und hilfreich finden auch. Das ist jetzt hier noch der Steckbrief vom CMC CFD-Konto. Der Knockout-Steckbrief folgt in Kürze. Vielen Dank und viel Erfolg beim Trading.